Paris hat derzeit ein riesen Bettwanzenproblem. Und das Schlimme, sie lauern einfach überall. In Hotelbetten, in Kinosessel oder in den Sitzen der Metro. Besonders gefürchtet sind diese Tierchen hier, weil sie sich am liebsten im Bett verstecken, mehrmals zustechen und die Bisse jucken extrem. Krankheiten übertragen die Bettwanzen nicht. Aber das ist nur ein schwacher Trost, wenn man vor Angst vor weiteren Bissen kaum mehr schlafen kann. Und das macht ja auf Dauer auch krank. Die Pariser Stadtverwaltung hat die nationale Regierung nun aufgefordert, sich schnell einen Plan zur Bekämpfung der Schädlinge auszudenken. Ärmere Bürger sollten wenigstens einen Teil der Kosten vom Staat zurückerstattet bekommen, die für eine professionelle Entfernung fällig werden. Oft sind das mehr als 1000 Euro. Zwar galt Frankreich ab den 1950ern als bettwanzenfrei, seit circa 30 Jahren breiten sich die Schädlinge allerdings wieder aus. Eine Studie ergab nun, dass mittlerweile rund jeder 12. Haushalt in Frankreich von Bettwanzen befallen ist. Hygiene ist übrigens kein Faktor, weder körperliche noch häusliche. Die Bettwanzen ernähren sich allein von Blut.